Es gibt einige Dinge, die Frauen an uns Männern mögen. Und es gibt einige Dinge, die Frauen an uns Männern sogar lieben. Und warum sollten wir nicht auf diese Dinge zurückgreifen, um A, bei den Frauen besser anzukommen und um B, einfach mit breiterer Brust durch die Gegend zu laufen? Viele Männer begrenzen sich einfach in dem, was sie tragen, und sie können einfach noch viel, viel mehr rausholen, um bei den Frauen besser anzukommen. Und wenn man weiß, dass man bei den Frauen besser ankommt, ja, dann läuft man auch logischerweise mit breiterer Brust durch die Gegend. Heute spreche ich über die Dinge, die die Frauen an uns Männern tatsächlich lieben. Punkt 1, eine Uhr. Eine Uhr ist einfach wichtig für deinen kompletten Look, denn eine Uhr rundet dein Outfit einfach ab und eine Uhr lässt dein Outfit am Ende des Tages einfach ein bisschen wertiger aussehen. Und wenn eine Frau bemerkt, dass du eine Uhr trägst, dann heißt das gleichzeitig, dass du dir Gedanken gemacht hast. Und welche Frau mag es nicht, wenn der Mann sich Gedanken über seinen Stil macht? Und es müssen ja nicht gleich direkt Uhren sein, die gleich mehrere tausend Euro kosten, sondern such dir einfach eine Uhr in deiner Preiskategorie und setz da auf ein schlichtes, einfaches Design und auf ein zeitloses Design, damit du die Uhr auch lange tragen kannst. Apropos zeitloses Design. Die Uhren von Nordgreen, die haben ein super schlichtes, zeitloses Design und du kannst die Uhren perfekt anpassen, denn man kann die Armbänder von den Nordgreen-Uhren flexibel wechseln. Wenn du zum Beispiel einfach einen anderen Look tragen möchtest, dann kannst du einfach das Armband auswechseln und schon passt die Uhr dann wieder zu deinem Outfit. Und by the way, mit dem Gutscheincode DeinKorte15 bekommst du aktuell 15% Rabatt auf Nordgreen-Uhren, also schau gerne mal bei Nordgreen vorbei. Und by the way, wenn du eine schöne Uhr trägst, dann lenkst du den Fokus natürlich auch auf die Uhr und dementsprechend auch auf deine Arme. Und wenn du dann im Fitnessstudio ordentlich gepumpt hast, ja, und gut was getan hast für deine Arme, ja gut, ich meine, dann freut sich eine Frau natürlich auch. Ihr erinnert euch zu 100% noch an die Teenie-Filme, ja? Da hat der liebe, nette Typ von nebenan immer so ein Karohemd getragen, ja, war der liebe. Und der Böse, der Bad Boy, was hatte der an? Der hatte immer eine richtig schöne Lederjacke an. Und es ist natürlich kein Geheimnis, dass Frauen auf Bad Boys stehen. Und wenn du eine Lederjacke an hast, ja, egal ob du cool bist oder nicht cool bist und egal ob du der Bad Boy bist oder nicht der Bad Boy bist, du hast direkt einfach dieses Bad Boy Image. Und unabhängig jetzt von dem Bad Boy Image, eine Lederjacke ist natürlich auch wertig. Du kannst eine Lederjacke super gut kombinieren und wenn du eine Lederjacke auswählst, die auch ein paar Euro kostet, ja, also da auch auf jeden Fall auf die Qualität achten, dann hast du auch eine Jacke, die du wahrscheinlich über Jahrzehnte hinweg tragen kannst und die nie out of style geht. Und wenn du mich fragst, ja, ist eine schwarze Lederjacke auch ein absolutes Basic für jeden Männerkleiderschrank, also einfach ein Must-Have für jeden Mann da draußen. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Frauen der Schöpfung auf Männer in Uniform stehen. Sei es eine Polizeiuniform, eine Feuerwehruniform oder auch ein Anzug. Und jetzt stelle ich mir halt die Frage, warum greifen nicht mehr Männer auf Anzüge zurück? Denn wenn der Anzug gut sitzt, holt der Anzug tatsächlich das Beste aus dem Mann heraus. Und die Frauen, ja, Leute, die fliegen dann nur so. Beste Beispiele dafür sind natürlich der Kollege Harvey Specter aus Suits oder auch Peaky Blinders, ja. Die Leute sehen einfach sexy aus in den Anzügen. Und mein Freund, wenn du einen Anzug trägst, ja, dann weißt du ja auch selbst, dass du dann die Autorität in Person selbst bist. Und welche Frau steht nicht auf einen autoritären Mann, ja? Das ist wie, als wenn jetzt Bruce Wayne in sein Batman-Kostüm reinschlüpft, ja? Und da steht als Batman, also Leute, holt euch einen Anzug. Und normalerweise kennt man ja Anzüge nur von Bankern oder Anwälten, aber es gibt ja nicht nur diese schlichten Anzüge, sondern es gibt ja auch echt wirklich coole Anzüge, die du auch in der Freizeit tragen kannst. Ich habe mir vor kurzem selber ein paar Anzüge gekauft und ich muss sagen, da gibt es wirklich richtig coole Looks, die man tatsächlich auch super in der Freizeit anziehen kann. Sagen wir mal, du hast ein Date, ja, und das Date läuft Bombe. Du hast eine Uhr um, du fühlst dich gut, deine Frisur sitzt, dein Style ist Bombe, ja, überragend. Und dann fällt dir zum Beispiel dein Portemonnaie oder dein Handy runter. Und dann willst du es aufheben und dann geht dein T-Shirt so ein bisschen hoch oder was auch immer. Und dann sieht man die Boxershort so ein bisschen aufblitzen. Aber die Boxershort ist alles andere als sexy. Die Boxershort ist entweder zerrissen, kaputt oder eine türkis-grünfarbene Boxershort von irgendeinem Billighersteller. Oder bestenfalls sogar noch dreckig oder ein Loch drin. Was ich dir damit sagen will, wenn du Boxershorts trägst, dann versuch auf jeden Fall Boxershorts auszuwählen, bestenfalls nur in drei Farben, Beispiel schwarz, weiß, grau, und Boxershorts auszuwählen, die keine freaky Farben haben, sondern die einfach clean und schlicht sind und vor allen Dingen auch nicht kaputt sind, keine Löcher haben oder sonstige Sachen auf den Boxershorts drauf sind, sondern einfach wirklich
schlichte, einfache Boxershorts auswählen. Und wenn du noch irgendwelche Boxershorts im Kleiderschrank hast, wo die vielleicht kaputt sind oder was auch immer, ja, dann schmeiß die weg. Denn wir können diesen Film ja auch noch weiterspielen, den ich gerade im Kopf hatte. Rate mal, das Date läuft super, ja? Und die Dame der Schöpfung hat gar nicht gesehen, was du da unten rum, ja, ein katastrophales Boxershorts anhast, was Löcher hat, was dreckig ist und was komische Farben hat. Aber dann, ja, das Date läuft überragend. Du nimmst die Braut mit nach Hause, klärst die Braut ab und dann packt sie dich aus und dann sieht sie... Nee, Kollege. Das möchtest du nicht. Und Leute, meine Empfehlung hierbei auch, nimmt einfach eine normale, eng anliegende Boxershorts und nicht diese karo-karierten Boxershorts, die ja so riesig sind, ja, sind A nicht so angenehm. Und diese Dreieckspinten an Unterhosen, wollen wir darüber sprechen? Ich glaube nicht. Und last but not least, Leute, kommen wir zum Thema Workout-Klamotten. Welcher Mann mag es nicht, eine Frau, eine gut aussehende, gut gebaute Frau in schön eng anliegenden Sportleggings auf einen Stepper zu sehen? Und jetzt dreh das Spiel mal andersrum. Bei den Frauen der Schöpfung ist es ja auch so. Die mögen es natürlich auch, wenn sie Männer in schön eng anliegenden Sportklamotten sehen, die ein Workout machen. Und an dieser Stelle geht es nicht nur primär um die Sportklamotten an sich. Ich meine, es ist klar, dass Frauen Männer in Sportklamotten, die gerade frisch am Pumpen sind, vielleicht auch noch nass geschwitzt sind, lieben. Sondern es geht auch darum, dass halt die Frauen dann merken, hey, der Mann kümmert sich um sich und um sein Äußeres. Denn wenn du Sport machst, heißt es ja auch gleichzeitig, dass du A, diszipliniert bist und B, auch einen aktiven und gesunden Lifestyle hast. Ja? Und welche Frau liebt das an einem Mann nicht? Also Leute, das war's für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich mit meinen Videos euch da draußen ein bisschen weiterhelfen kann. Deshalb teilt meine Videos liebend gerne mit allen Freunden da draußen. Und jetzt drücke ich euch ganz doll die Daumen bei den Frauen.